Genau deswegen habe ich die andere Kugel gelassen. Okay, die Klasse gefällt mir. Der und der Druid werden jetzt meine zwei Haupt. Weil ich mag die Klasse mit der magischen Kugel. Gerade auch mit dem Vergiften, wenn ich das wirklich mache, könnte es richtig stark werden. So, rein theoretisch könnten das wirklich, wirklich stark werden. Aber wie stark genau, das werden wir jetzt dann noch sehen. Okay, weiter geht's da lang noch nicht. Jetzt bist du dran. Hat jetzt natürlich nicht gereicht. Aber, du hast die Faust. Okay, Zug beenden. Ja. Ich hab dir ausweichen gegeben. Du hast richtig viel ausweichen. Ja, sag ich doch, mit der Rüstung zusammen. Einfach nur mega. Der Strahl. Fast alles weg. Okay, da lang. Oh ja, das... Okay, dann muss ich die Gefühlkeit einsetzen. Bleibt mir ja wirklich kaum was anderes übrig. Zack. Ja, dann tust du sie halt alle so angreifen. Ja, solange die einzeln sind, sind sie so für den überhaupt kein Problem. Okay, so. Der ist dann auch definitiv tot. Okay, super. Jetzt tut der Turm auch mal sein Geld auffüllen. Auf einmal tot. Nicht ganz. Aber sein Zweck erfüllt er. Oh, warte, wo kommst du denn jetzt her? Das sollte jetzt nicht sein. Hier setze ich nochmal einer ein. Auch wenn ich mit dem ein bisschen sparsamer sein wollte. Aber wird halt bei solchen Gegnern schwer.
4 Stück. Du könntest da durch. Es wird echt eng mit der Ecke. Okay, 46. Ein paar haben wir ja noch, die wir angreifen können. Okay, hier sind sowieso weniger, das heißt, ich könnte mit denen auch da hochgehen. Ja, mache ich auch. Dann werde ich auf jeden Fall schon mal 4 Stück los. Ah. Natürlich, das hat er die alle verfehlt. Zack. Okay, und du tust die einzelnen ausmerzen. Okay, mit dem Turm sollten wieder in 2 sterben. Und du kannst die ganzen einzelnen hier. Ohne groß Tratra besiegen. Okay, zu beenden. 22 Gegner. Okay, der konnte die alle besiegen. Okay, der kann zwar nach oben, aber nicht schnell genug. Ist der erledigt. Okay, die 3. Okay, den Rest schafft der vielleicht. Okay, noch die 3. Okay, noch die beiden. Perfekt, geschafft. Das andere wurde von mir fertig gemacht. Oh, 1 auf Stufe 5 und 3 auf Stufe 4. Esran. Okay, jetzt kommen wieder 3 von hier. Das wird ein bisschen schwerer. Ich könnte 2x 80. 1832. Ja, okay. Zack. Machen wir erstmal die Dämonen. Ich möchte hier. Meine Helden sind eigentlich das Beste, was ich machen kann mit den ganzen Sachen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal wirklich nur auf das mit den Helden gehen. Und damit werde ich eine ganze Menge auch aufbrauchen. Also bis ich das alles voll habe, da werden Ewigkeiten vergehen. Okay, mit dir wollte ich, dass du besser ausweichst. Jetzt hast du schon Ausweichen von 31. Erfahrungspunkte
Physische Schaden ist nicht schlecht, aber es geht besser. Isolation? Ja doch, Isolationsschaden ist nicht schlecht. Und einmal hier. Die Genauigkeit. Sehr gut. Dann habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Ist zumindest jetzt nicht mal mehr Minus. Ist auf jeden Fall ein Anfang. Am Ende des Zuges mit dem Gift. Ich könnte dafür sorgen, dass sie nicht so gut ausweichen können. Oder ich würde mit dir noch Crit gehen. Müsste ja dein Leben dafür verringern und ich weiß nicht, ob das das wert ist. Ich meine, 20% Crit ist gut, also... Okay, was wäre denn als nächstes dran? Pro Mana ein Aktionspunkt, na, es ist echt nicht so geil. Okay, Giftschaden auch nicht, Falle auch nicht so, ja, mit dem, dass er alleine ist, wäre nicht schlecht. Ja, eigentlich nur das mit alleine. Toll, den Rest ist nicht so. Okay. Zack. Aufleveln. Ausweichen. Tägliches Mana. War mit Abstand das Beste. Noch mehr tägliches Mana. Bewegung auf 10. Und Schaden im Allgemeinen. Okay, was war dein nächster Vorteil? Das mit dem Kontaminieren. Nein, das mit dem Crit. Ja, der ist so schon 41. 56, das ist eine hohe Zahl für ein Level 4 am Anfang. Das ist super. Genauigkeit einmal. Okay, Zuverlässigkeit, Isolation. Definitiv Isolation. Okay, was wollte ich dir geben? Nachdem zwei getroffen hast, die Sicht. Ich könnte dir natürlich auch deine Crit geben, aber... Na, jetzt mit dem Leben könnte er nicht stapeln. Was ist das mit den Gegenständen? Ja, ein bisschen mehr Bewegung. Giftschaden definitiv. Giftschaden. Giftschaden 100%. Kein Wenn, kein Aber, Giftschaden. Okay, Fernkampfschaden, Wucht, kritischer Treffer, Resistenz, kritischer Treffer. Okay, wo ist mein kritischer Treffer, Junge? Yeah. 64%, das ist hart. Also muss ich jetzt sagen, also 64% Crit-Chance. Das ist... Wow. Es ist wirklich außergewöhnlich. Ich wollte jetzt die Plündererlager. Das heißt... Zack, zack, zack. Es kostet jeweils 60, um es hoch zu pushen. Zack, zack. Jetzt fehlen mir leider genau 60. Ich könnte das mit den 40 noch wahrscheinlich irgendwie hinkriegen, aber ich wüsste jetzt nicht wie. Deswegen gehe ich auch jetzt bei der Leiche erstmal auf
Material. Ich hätte gern hier die Geschütztürme. Okay, wie kann ich bauen? So, bauen geht echt nur hier in den Bogen. Also echt in dem Bereich nur. Das heißt, hier wäre Nummer 1. Aber hier würde sich fast schon nicht lohnen, den zu bauen. Ja, hier muss außen herum. Theoretisch denn hier, ne? Weil der ist... Nein, der ist unzerstörbar. Der kostet aber 90, ne? Das ist... Das ist zu viel Geld. Aber es wäre sinnvoll. Ja, hier mit dem Unzerstörbaren, das wäre halt wirklich sinnvoll. Ja. Auch wenn ich es an sich schade finde, aber... Anders geht es nicht. Anders wäre es nicht sinnvoll. Und dann hier daneben noch ein. Auch wenn es weh tut. Aber egal. Wenn das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, wenn die Gegner nur hier kommen. Hier ist noch okay wegen dem, aber wenn die jetzt nur hier kommen würden, das... Dann hätte ich verhauen. Das hätte ich dann wirklich anders verhauen. Die Phase beenden. Wo kommt ihr her? Okay, aus allen Seiten. Das mit allen Seiten, damit kann ich leben. Kann ich sogar wirklich gut damit leben. Okay, dann kümmerst du dich um die, die hier sind. Come on. Jetzt ist es zu schön gewesen, oder? Okay, 6. Geh darüber. Außer Reichweite. Okay, einmal Gift. Den ich sieht. Schon ein bisschen komisch. Schon ein bisschen sehr komisch. Okay, mit seiner Mana-Crit, da kann ich raufhauen. Da muss ich mir keinen Kopf drum machen. Beenden. Erst einer Seite ist schön, dann weiß ich wenigstens, woher die Dinger kommen. Da muss ich nicht drauf achten, was jetzt. Ja, hier, mal hier. Da kann ich einfach draufhauen, wie es mir gefällt. Okay.
84 bis 103. 102. Hier sind halt die Einzelnen die besseren. Und das ist jetzt das Problem hier. Okay, mach dich. Okay, du kannst nur andere stärker machen. Definitiv Feuer. Ohne Wenn, aber Feuer ist das Wichtigste für den erstmal. Ach stimmt, er hat ja auch diese Fähigkeit. Einfach hier weiter draufhauen. Hier zugewendet. Okay, der ist definitiv nächste Runde tot. Definitiv. Aber definitiv. Zack. Ein zusätzliches Aufladen? Ah, muss nur sein. Ich hau ihn einfach mit der Faust. Ist jetzt nicht die Welt oder das Beste gewesen, aber man kann damit leben. Die Gift. Nochmal Gift an alle. Jubeln kannst du nur anderen zu. Aber das ist mir zu knapp. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, mit den neuen Waffen ist das nicht ganz so leicht wie mit den alten Waffen, mit den Anfangswaffen. Oh, da ist irgendwo ein Elite hier. Den sehe ich leider noch nicht. Okay, zack. Fuck.